Ich dachte, wir hätten den kaputt gemacht. Nope, läuft noch. Cool. Gib mal Schub bei dem. Keine Ahnung, ob wir genug Heavy Water machen, um Deuterium zu machen. Ah, wir werden zu wenig Lithium dafür haben. Ne? Vielleicht sind dann diese Kristalle doch sinnvoll. Wir werden hier hier machen wir das Tritium, ne? Gut, wir verwenden das Lithium für nichts anderes mehr. Dann geht's vielleicht nicht so schlecht, aber... Ja gut, ne? Ich bin gerade ein bisschen verstört, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich gerade ein wenig aus der Bahn geworfen. Ah ja, da braucht man. Okay, da können wir sogar einzelne machen. Ist aber ein ziemlicher Crafting-Aufwand. Okay. Ja, vielleicht sinnvoll, ne? 9 Base Attack Damage. Besser als das auf jeden Fall. Vor allem mit den Enchants, ne? Da braucht man aber auch, wie ihr seht, Ars Nouveau, ne? Damit wir das machen können. Uns eben mal die hier auch anlernen. Ah, wir werden Extended Crafter brauchen. Ah, Pattern Provider. Genau. Mehr Platz haben dafür. Das frisst nämlich auch, denke ich, schon hops, ordentlich Strom. Eine mit. Ja. Die Antwort ist ja. Ne? Ach du Schande. Okay. Strom gehört also auf jeden Fall sollte zu unseren Prioritäten gehören. Wir werden da auch noch, jetzt können wir gerade nur 52 Millionen transferieren, ne? Ist ein bisschen zu kompliziert für unser System, ja. Vom Crafting her, wir hätten alles. Okay, wir haben ja aktuell einen Provider und der ist 52 Millionen. Wenn wir davon 9 hätten, können wir 468 Millionen, fast eine Milliarde transferieren. Ne? Macht also auf jeden Fall Sinn, da noch 8 nachzucraften. Wir werden aber viel zu wenig Vorbereitungszeug da haben. Also wenn wir das Craften starten, das zieht uns hier wieder alles unter. Ne? Wir haben genug Ressourcen, wir bearbeiten sie nur nicht so schnell oder so. Ne? Ja, ich bereite das wirklich gerade vor. Ne?
einfach, damit wir es aufs Lager haben. Ich dachte, wir hätten viel Zeug. In der letzten Aufnahme gerade noch, ne? Well. So schnell kann sich das ändern, wenn man denkt, oh, wir haben eh viel. Jo, nein, haben wir nicht. Wie schauen wir hier aus? Mhm. Resonating Ore hätten wir auf jeden Fall. Zinn ist voll. Gleich haben wir mehr Platz. Was ist als nächstes vor? Und 14.000. Platin. Functional. Können wir das auch gleich mitnehmen? Und noch ein paar mehr Dinge, die voll werden. Schade. Sehr schön. Gut, haben wir gleich schon mal umgestaked, umgeladen. 128.000, ich gehe davon aus, dass es Eisen, nee, Nickel. Ja, könnte Nickel sein, ja. Und jetzt, ja, ich hole mir gleich den Stack raus, keine Sorge. Einmal nach Hause. Und umspeichern, könnte man sagen. Da wird sich der Computer auch freuen, wenn wir so oft im RAM herumwurschteln. Und laden, entladen, laden, entladen. Und 115 müsste es was geben. Osmium, ja. Viel Spaß. Umladen tun wir es gleich zu Hause. Dann irgendwas mit 118. Alu, kann das sein? Könnte sein. Okay, mit 115 gibt es noch was. Platin wird das sein. Ja, wenn ich es rausnehme, sehe ich es natürlich nicht mehr. Nope, Silber ist es. Ich sehe uns da schon Netherite-Upgrades einstecken, ich sag's euch, wie es ist. Und irgendwas muss mit 21 noch geben. Ah, Zink, alles klar. Ja, was kommt davon, wenn man das System hier umgestellt haben, wenn ich denke, wie langsam das es vorher war. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem, was hier jetzt durchläuft, ne? Aber das heißt, wir können schon bald den Importer wieder starten.
Ach du Schande. Ups. Gut, dann ist nicht mehr das Uranium und das ist da, ja. Da geht nicht viel weiter. Dann einmal umspeichern. Aber ich sag's euch ehrlich, ich bin minimal verstört von der Menge an Strom, die wir brauchen werden. Die Antwort ist nämlich, auf wie viel Strom brauchen wir, ist die Antwort definitiv ja. Okidoki, Induction. Also, 8 können wir uns nicht leisten, mach mal 6 können wir uns auch nicht leisten. Dann machen wir es in 3er-Batches. Ah ja, okay, wir haben gerade keine CPUs. 8, du Schande, geht das schnell. Frisst aber auch eine Menge an Redstone, ne? Gehe ich davon aus. Yep, wir haben jetzt schon kein Enriched Redstone mehr. Cool. Noch. Wir haben genug, nur haben wir es nicht exportieren können, schnell genug, ne? Upgraded, ja, ist das Ganze schon. Ach cool, dass das, ja, mit dem, was wir auch in der letzten Aufnahme gemacht haben, mit dem Vorbereiten einfach auf Lager legen, gewisse Dinge, ne? Geht das auf jeden Fall schnell. Ach du Schande, mach mir viel Stahl. Gut, ich verstehe jetzt, dass man das noch schneller haben will, ne? Obwohl wir schon ein Maximalteil haben, ne? Ja, wir brauchen also auf jeden Fall Tier 8 da oben. Und hier unten dann auch auf jeden Fall mehr. ...378 Awakened. Ja, fehlt gar nicht mehr so viel. Aber es ist crazy. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Und das heißt dann wohl, da wollte ich hin, wir sollten eine zweite Turbine craften. Ach du Schande, nehmen wir gerade viel Strom raus, ne? Wir brauchen also auf jeden Fall eine zweite Turbine und ich habe keinen Plan mehr, wie wir die gebaut haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Stimmt das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja.
fast auch noch zu schnell, der Kollege. Okay, bis auf die Ebene runter. Ach du Schande, ja, und ich mache hier nur Einzelklick eigentlich, na, alles andere ist auch bei dem Tool fast. Ein bisschen zu much, ne? Vor allem das Schlimme ist, 1, 2, 3, 4. Selbst diese Turbinen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Werden uns noch zu wenig Strom produzieren. Na, was haben wir jetzt da gerade? 1,3 Millionen, ja, es ist nicht, wer weiß wie viel, ne? Keine Ahnung, was ist das Casing-Zeug? Ach, das braucht er. Ja, gut. Wird wahrscheinlich ein wenig brauchen. Okay, das Casing ist komplett so gemacht. Geht quasi schnell. Ich weiß, das einzige Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie das Innenleben von der Turbine ausschaut. So, einmal rüber. Auch nicht zerstören. Wir schalten den Kollegen mal ab. Lassen die runterdrehen. Turbine, so ein Teil. Okay, es ist ein Strukturglas. Okay, hier sind, die sind gleich fertig. Die Provider. Ach du Schande, haben wir gerade wieder mal viele Ressourcen verheizt, ne? So, was haben wir jetzt? Input, Output. Wo steht denn das Max? Das müsste doch irgendwo stehen. Oder? Ah, 200 Millionen, ja. Okay. Damit kommen wir schon mal ein Stück weit. Ich glaube, wir werden auch so Power-Reaktoren ein paar noch aufsetzen. Turbine Waves. Upsa. Okay. Ich
mache es ungern, aber ich muss hier ein Loch reinreißen. Drei Coils und Saturation Condenser. Pressure Disperser. Sind das alles Pressure? Ja. Und ein Rotational Complex. Rotational Complex. Auf der Ebene. Okay. Saturation Condenser. Armor 6. Brauche ich noch 4 bitte? Und Electromagnetic Coils. Brauchen wir 3. Okay, und dann haben wir eigentlich nur mehr Vents und ein bisschen Glas. Ach so, und die Turbine Rotors. Wie viele brauchen wir da? So viel, wie wir hoch sind wahrscheinlich, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5 Rotoren, glaube ich. Denn vielleicht auch 5, schätze ich jetzt einfach mal ins Blaue. Nope. Ich habe irgendwo sicher noch einen Zettel rumliegen. Sehen, wie es aussieht. Okay. Dann auch einen Haufen Vents. 6, 12, 18, 24 und 9. Ja, hört sich richtig an. Okay, okay. Und ein Haufen Glas, ne? Okay. Okay, vielleicht habe ich mich irgendwo verrichten, keine Ahnung. Den schalten wir wieder ein. Perfekt. Structural. Ja, mindestens noch einen Stack, eher mehr. Natürlich kann ich hier nirgends rein mehr.
aus Glas machen wir es deswegen, weil es günstiger ist, als wenn wir es mit den Casings machen würden. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Okay, haben wir den Ausgang hingemacht, ja. Hallo, Multiblock. Irgendwo was Offensichtliches, das man verpasst. Ach, da hier sind wir reingekommen. Was denn das ist? Ah. Alles klar, dann Ultimate Mechanical. Drei Stück. Und Fluid Trash Cans. Gut, und dann Pressurized Tube. Okidoki. Da auf jeden Fall nicht anschließen. Sonst haben wir ein radioaktives Desaster. Sehr schön, die Hälfte geht schon weg. Und damit haben wir volle Leistung. Cool. Einfach mal die Energieproduktion verdoppelt auf knappe 3 Millionen. Aber gut. Da will ich hin. Ja, okay, der produziert so gut wie nichts. Wir sollten echt. Man kann den direkt auch mit DT-Fuel betreiben, ne? Sollten wir uns auf jeden Fall überlegen. Ich werde aber gleich noch mal eine kurze Aufnahmepause machen müssen. Abgesehen davon, dass schon spät ist, aber es macht gerade wieder mal mega viel Spaß. Typisches Minecraft-Problem. 4,2 Millionen Input, ja. Er ist halt mit seinen 200.000 ein cooles Teil, aber von viel Strom sind wir halt auch weit weg. Was bringt der Thermo? Ja, 10.000 nicht mal, ne? Ich meine, es ist halt Energie aus nichts, ne? Mit den Blazing Crystal. Aber, tja. Wir werden sehr, sehr viel mehr brauchen. Juhu! Und die mache ich mir ehrlich keine Sorgen. 378 Awakened. Da sind wir nicht ewig weg, ne? Ich frage mich gerade wirklich, ob dieses Deep Resonance. Lass mal eben. Ah, mal die Suchmaschine des